Heute geht es um die große Befreiung und das betrifft wirklich alle Menschen. Und das ist an sich etwas Wunderschönes. Und was alles jetzt damit zusammenhängt, das werdet ihr gleich erfahren. Und auch einen Blick auf die Marskraft im Weltgeschehen werde ich euch geben. Und ihr werdet von mir die drei Sternzeichen hören, die jetzt im April besonders profitieren. Also freu dich mit mir auf das Video. Gleich geht's los. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eines der größten Online-Portale im Webinarbereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistlichen Welt erhalten möchtest, dann darfst du mich gerne abonnieren. Ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, und jetzt die große Befreiung, ihr Lieben. Der Monat April ist energiegeladen und wir müssen uns erstmal orientieren, damit wir durch diesen Monat auch gut hindurchkommen, denn er bietet uns so vieles. Besonderes ist, dass der Monat zweimal den Neumond hat, am 1.4. und am 30.4. Der zweite Neumond heißt dann auch der dunkle Mond oder der Dark Mond, weil er eben zweimal vorkommt und besonders, weil er von uns nicht sichtbar ist, weil er nur von der Seite, die wir nicht sehen, von der Sonne bestrahlt wird und wir ihn, also die Seite, die wir sehen, die ist dunkel. Ja, und das ist was ganz Besonderes. Das kommt nur alle 33 Monate vor, also so eineinhalb bis 2 Jahre, je nachdem, oder ein Viertel bis eineinhalb Jahre, je nachdem, wie die verschiedenen Monate ihre Tage haben. Ja, was hat es jetzt alles zu bedeuten? Denn wir sind ja durch diese Energie werden wir hineingezwängt oder hineingetrieben in eine große Befreiung, was ja wunderbar ist. Und diese Energie ist schon ziemlich heftig. Und ich denke, manche von euch spüren das auch. Es wird uns ziemlich durchrütteln. Und es ist die Möglichkeit, gerade jetzt am Schwarzmond, ganz viel alten Ballast abzuwerfen. Alles, was wir nicht mehr brauchen, das darf gehen. Und die göttliche Ordnung auf der Erde kann sich so wieder neu herstellen. All das geschieht im April. Und ich habe jetzt auch im Hintergrund extra mal so ein Bild gewählt, wo wir in der Nacht den Mond sehen und dann auch diese weißen Pünktchen, die sollen verdeutlichen, wie die Energien auf die Erde fließen, wie sie uns unterstützen und wie wir mit ihnen verbunden sind. Das soll auch so symbolisieren, dass wir alle Teile des Großen und Ganzen sind und zusammengehören. Das fand ich irgendwie so schön. Vielleicht gefällt es euch ja auch so gut wie mir. Und es ist ja gerade das, diese neue Ordnung, die entstehen kann durch diese Mondenergie, die uns so intensiv begleitet, diesen April, die unterstützt ja den großen Wandel in gerade die Situation, in der wir uns befinden. Und wenn wir jetzt mal gucken, was alles geheilt werden darf, was alles erkrankt ist, also ich spreche jetzt nicht unbedingt von körperlichen Krankheiten, sondern mal von der Gesellschaft, von der Politik, von den ganzen Systemen, da darf wirklich sehr viel geheilt werden. Und diese Energie unterstützt uns im April. Und das finde ich sehr schön. Der Neumond ist eng verbunden mit dem Merkur. Der Merkur bedeutet Wissen und Lernen. Und der Neumond ist auch verbunden mit Chiron. Chiron ist der verwundete Heiler. Und das sieht man allein an dem Ausdruck der verwundete Heiler, dass wirklich auch der Heiler Heilung braucht. Also es ist ganz viel Kraft nötig, dass wieder alles geheilt werden darf. Und ihr wisst selbst, es geht ziemlich heiß her gerade. Und am 5.4. trifft jetzt Mars auf Saturn im Wassermann.
Und das bedeutet, dass uns eine ganz große Befreiung bevorsteht. Und durch diese Energie müssen wir hindurch. Das geht natürlich nicht spielerisch und einfach, sondern es wird schon sehr spürbar sein, diese große Befreiung, denn es kann ja auch etwas Riesengroßes geschehen durch diese Befreiung. Einfach eine neue Welt, die wir uns so lange schon manifestieren, die bekommt dadurch einen richtig guten Schub. Was wichtig ist, dass wir jetzt nicht unbedingt wie wild gegen Widerstände ankämpfen, sondern eher das in einer Gelassenheit tun, denn dieses Ankämpfen, das kostet uns Kraft und lenkt ab vom eigentlichen Neuen. Also wenn Widerstände auch auftauchen, dann sollten wir uns gelassen dabei sein und mit dem Hintergrundwissen, es wird Heilung stattfinden. Dann geht es tatsächlich leichter. Ihr wisst, Kampf, der Kampf verstärkt den Kampf und eine Lösung von Kampf zu Kampf ist niemals positiv, die ist immer negativ. Und das gilt auch für die aktuelle Situation in der Politik, wo eben diese großen Widerstände aufeinanderprallen und miteinander kämpfen. Diese Situation, die jetzt hier im April ist, die stellt die Weichen für die folgende Lumination. Also es ist ausschlaggebend, wie wir jetzt den April erleben werden und können. Es ist ausschlaggebend, wie jeder einzelne von uns in diesem Monat lebt, wie er in die Heilung gehen kann für das Große und Ganze, weil das intensiv einfach jetzt so sehr spürbar ist und es geht tatsächlich, es geht ans Eingemachte. Also es ist schon sehr intensiv, deswegen verzweifelt nicht, wenn jetzt die Energien so stark sind, sondern versucht zu meditieren, versucht euch zu heilen, ruft Heilenergien von Engel Raphael oder auch vom Mond, der hat ja jetzt wirklich uns im April ziemlich stark in der Hand, sag ich mal, mit seiner Energie. Und es ist ja etwas Schönes, was geschieht. Es ist was Wunderschönes, weil eben diese große Veränderung eintritt. Und wie gesagt, am 30.04., wenn der zweite Neumond ist, der Dark Mond, der dunkle schwarze Mond ist, dann könntet ihr allen Ballast einfach abwerfen. Und das ist etwas Schönes. Da kann man jetzt die ganzen Tage drauf hinarbeiten und man weiß, am 30.04. ist diese unheimlich starke Energie, wo wir das alles leichter loslassen können. Und das ist wichtig. Und der 30.04. ist auch der Anfang des astrologischen Jahres. Also das heißt, es ist so wie eine Weichenstellung, was hier geschieht, was wir erleben werden, so wird das astrologische Jahr uns dann auch in seiner Energie begleiten. Und wenn wir jetzt nochmal den Mars anschauen, der Mars ist ja der zugehörige Planet zum Widder. Und so bedeutet jetzt die Widderenergie Tatkraft. Das heißt, im Sinne des entschlossenen, zielgerichteten Energieeinsatzes geschieht hier ganz viel. Und vorher haben wir in der Zeit der Fische noch ein bisschen geträumt. Es ist alles leichter mit den Fischen, man kann sich so tragen lassen. Und jetzt ist aber, jetzt geht es darum, tatsächlich aktiv ins Handeln zu gehen und mutig voranzuschreiten, damit es auch zu einer Befreiung kommen kann. Denn es ist schon auch die Energie von euch gefragt. Das darf man nicht vergessen. Es kann manchmal zu Erstverschlimmerungen kommen. Das ist aber ein schönes, gutes Zeichen, denn man weiß ja aus der Heilarbeit sowieso, dass eine Erstverschlimmerung eine ganz große Heilung ankündigt. Und vom 7. bis 17.04., das ist auch ein ganz wichtiges Datum, dieser Zeitraum, da können Wunder geschehen an diesen 10 Tagen. Und da sollte man versuchen, wirklich sehr, sehr positiv zu sein und auch sehr viel zu visionieren, also viele Visionen aufkommen lassen, weil auch Wünsche
können sich als Wunder erfüllen. Also diese Zeit hat eine sehr große Bedeutung für das allgemeine Umdenken, für diesen Durchbruch für die Menschheit, der jetzt im April stattfindet. Also es ist ein enormer, enormer energiegeladener Monat, der uns begleitet und unterstützt. Ihr wisst ja, wir befinden uns in der Zeit des Wandels und es geschieht gerade so sehr viel, so viel in der ganzen Welt. Und ich habe dann auch mal geguckt, die Marskraft, die jetzt also beginnt, wie die das Weltgeschehen beeinflusst, weil es ist ja wichtig, dass wir da auch mal hinschauen, weil wir ja jetzt zum Beispiel diese Marskraft schon seit einiger Zeit intensiv erleben, in dem von Russland und Ukraine, diese beiden Länder, die sind also voll in der Marskraft drinnen. Und das ist etwas, was uns alle sehr erschüttert. Ich war noch nie in einem Kriegsgebiet und ich habe höchstens mal manchmal die Bilder angeguckt, die man so sieht im Internet, und die sind echt sehr, sehr, sehr erschütternd und ganz schlimm. Und das ist, Krieg ist ein Unglück für beide Seiten. Es gibt keinen Gewinner, wenn Krieg ist. Und wir können dieses ganze Geschehen mit unserer Liebe, mit unseren positiven Gedanken unterstützen. Da ist jeder Einzelne gefragt. Und wir hatten auch schon lange Jahre mal ausgemacht, dass alles Marana oder alle Menschen, die es wissen, immer 10 Minuten vor 20 Uhr meditieren, sich die neue Welt vorstellen, wie wir alle in Frieden leben. Und dies ist umso wichtiger denn je. Und ich bitte euch daran zu erinnern, dies auch zu tun, denn so können wir die Friedensenergie und das Licht ausbreiten. Und gerade jetzt im April ist das besonders wichtig, weil die Energien so uns aufwirbeln, dieser Umwälzungsprozess findet statt und wir können ihn einfach mit unseren liebevollen, friedvollen Gedanken unterstützen. Das ist ganz wichtig und es gab diese Energien ja schon immer wieder mal. Und jetzt wird gerade eben so sehr darüber gesprochen und das beeinflusst ja das Kollektiv so sehr, diese Kriegsberichte. Und das ist eigentlich nicht gut für den Frieden. Wir sollten uns also da, wenn ihr könnt, zurückziehen und lieber intensiv in die Friedensenergie hineingehen und Licht und Liebe erschaffen. Das ist ganz, ganz wichtig und das lege ich euch auch sehr ans Herz. Was wir so jetzt im Moment erleben, das ist einfach auch nochmal im größeren Sinne gesehen, das verzweifelte Aufbäumen der alten Welt. Ja, weil das gehört alles in 3D, in die alte Welt. Und es hat alles ja auch einen Sinn. Es geschieht, um uns zu zeigen, dass das eine Sinnlosigkeit ist, was hier geschieht, sich zu bekriegen, weil es gibt keinen Gewinner. Und das ist das, was wir also daraus lernen sollen und auch, dass dieses Bekriegen von Licht und Dunkel wird ja dadurch auch symbolisiert und dass eben sich das Dunkle noch einmal in einer Kriegsenergie kolossal aufbäumt und uns eigentlich ermahnen sollte, konzentriert euch auf das Licht, denn ihr alle, ihr seid das Licht. Das ist so die Botschaft. Und je schneller wir das begreifen und je schneller wir rausgehen aus dieser negativen Energie, umso kraftvoller wird das Licht werden. Und der Frieden, der kommt auf jeden Fall. Und wir helfen dazu bei, indem wir den Frieden in uns selbst verkörpern. Es ist ganz wichtig, dass wir selbst den Frieden leben, zuerst in uns, in unserer Familie, in unserer Stadt, mit den Nachbarn, dass wir selbst überall versuchen, in den Frieden zu gehen. Je mehr wir das sind, umso mehr unterstützen wir den großen Frieden, der dann da auch für diese zwei Länder kommen wird. Und natürlich auch für die anderen Länder, wo auch noch Krieg ist. Denn es gab, ich habe mal geguckt,
letztes Jahr 2021 gab es 21 Kriege auf der Welt. Und auch für diese möchten wir alle zusammen Frieden manifestieren. Und das ist ganz wichtige Lichtarbeit, ihr Lieben. Und wir werden nachher auch in der Meditation nochmal auf diesen Frieden, auf diese Friedensenergie eingehen und das Ganze auch unterstützen, ihr Lieben. Und es sind ja auch, das muss ich jetzt einfach sagen, bevor wir noch diese drei Sternzeichen anschauen, die so eine Glücksphase haben im April, möchte ich euch noch sagen, gerade jetzt, wo es so heiß hergeht mit den Energien auf der Erde. Gerade jetzt haben sich ja die sieben kosmischen Schwestern bei uns gemeldet und sie bringen uns in ihren Schulungen eine riesengroße Unterstützung für diese Zeit des Umbruchs, des großen Wandels, für die große Befreiung. Und dafür bin ich sowas von dankbar, denn wenn wir wissen, und das wissen wir ja jetzt, dass sie alle bei uns sind, die Plejader, die Andromedaner, die Sirianer, die Arcturianer und alle, die jetzt da dazugehören, einfach bei uns sind und uns schulen möchten, sodass wir in das galaktische Bewusstsein hineinkommen. Denn mit dem galaktischen Bewusstsein haben wir noch einmal einen viel weiteren Weitblick. Blick, da lösen sich die Begrenzungen auf und genau das brauchen wir. Denn hier auf der Erde im 3D konzentrieren wir uns oder wird uns auferzwungen, in diese Begrenzungen, in diesen Begrenzungen zu denken einfach. Und das tut uns gar nicht gut, weil wir machen uns dadurch ja klein. Wir begrenzen uns dadurch selbst und das ist natürlich gewollt von der Gegenseite. Und da können wir aber rauskommen mit diesem galaktischen Bewusstsein zum Beispiel. Wer Interesse hat, der schaut einfach unter dem Video auf den Link. Ich habe ihn eingeführt. Dort könnt ihr einfach mal nachlesen, was da alles geschieht mit dieser Plejadenschule, mit der Andromeda-Schule, mit der Arcturus-Schule und so weiter. Also es gibt ganz viele, sieben Schulungen gibt es. Und die werden uns von den lieben lichten Wesen dieser Planeten überbracht. Ja, und jetzt gehen wir mal zu den drei Sternzeichen, die im April wirklich eine sehr gute Glücksphase haben. Man sollte es nicht glauben, es gibt einfach wirklich auch im April richtig viel Glück. Und das ist der Widder. Der Widder, der hat so viele Glücksmomente jetzt im April und der hat die Möglichkeit, neue Projekte einfach zu gestalten, neue Projekte zu starten. Und die werden auch alle gut sein, weil er dieses Glück hat. Und er hat auch Glück in der Liebe und er wird sehr viele heitere und leichte, schöne, glückselige Momente erleben. Also wer von euch Widder ist, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, und dann kommen wir zu dem Stier. Auch der Stier hat eine ganz tolle Phase jetzt im April. Er hat, man kann sagen, eine Glückssträhne. Also dieses begleitet den Stier im ganzen April. Und was der Stier aber tun sollte, er sollte jetzt nicht jedem seine Gefühle anvertrauen. Denn die Tendenz der Ausnutzung liegt in der Luft und da sollte er sich abgrenzen und seine Glückssträhne so für sich genießen. Das ist einfach, dass er in seiner Kraft bleibt. Also es das heißt, ihr lieben Stiere, vertraut nicht jedem eure Gefühle an, sondern bleibt einfach bei euch und genießt diese wundervolle Zeit. Dann kommen wir zum Löwen. Der Löwe, dem geht es ja besonders gut. Der hat also eine Glückssträhne auch nach der anderen. Der wird so richtig verwöhnt jetzt in diesem April. Und was ich dem Löwen doch sagen möchte, lieber Löwe, ruh dich aber nicht zu sehr aus auf dieser Glückssträhne, sondern bleib dabei, bleib am Ball, umso besser werden die anderen Monate natürlich auch werden. Stell das Glück nicht auf die Probe. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt diese drei begnadeten
Sternzeichen, die von der Aprilenergie so sehr profitieren werden. Und jetzt möchte ich gerne mit euch eine Meditation mit der Mondenergie, mit der Neumondenergie machen. Und ich werde auch so was Ähnliches wie ein Mondenergiegebet mit einbauen, was ihr dann so für euch noch mit eigenen Worten auch sprechen könnt und euch darin richtig gut fallen lassen könnt. Und was uns ganz viel Kraft geben wird, dass wir gut durch den April hindurchkommen und dass wir auch diese große Befreiung dann unterstützen werden können. So, dann wünsche ich euch ganz viel Freude gleich. Ich werde mich noch einsprühen mit der 909 und bereite mich jetzt vor, sodass wir eine ganz tiefgehende Meditation gleich zusammen genießen können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft und Freude. Geliebte Menschen, mit großer Freude begrüße ich heute einen jeden einzelnen von euch. Denn deine Seele hat dich heute hierher geführt. Das liegt daran, dass deine Seele schon vorher wusste, dass die Botschaft wichtig für dich ist. Und so bitte ich dich nun, das Licht von Smarana einzuatmen. Smarana ist ein Wort aus dem Sanskrit und es bedeutet Gottes Nähe fühlen. Und dies kannst du besonders gut, wenn du das Wort, die Buchstaben, die Töne von Smarana einatmest. Und dich mit diesem Klang, mit dieser Energie ausdehnst und tragen lässt. Denn es ist Gottes Liebe, welche dich trägt. Es ist Gottes Liebe, die bei dir ist. Und mit dieser Liebe richten wir nun unseren Fokus auf die Mondenergie, welche uns den ganzen Monat tragen wird. Und vielleicht magst du dir erlauben, dich so tief wie möglich fallen zu lassen in diese Energie, zu spüren, dass du verbunden bist mit allem, was ist, zu spüren, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist und dass du dem Schutz und der Unterstützung sicher sein kannst, der dir von Smarana, von Gottes Nähe überbracht wird. Werde dir gewahr, dass du etwas ganz Besonderes bist, dass dein Licht die Strahlkraft der vollkommenen Liebe Gottes trägt und dass du mit dieser Strahlkraft den Frieden in dir selbst stärken wirst und kannst. So werde dir nun bewusst, wie diese große Strahlkraft den Frieden in deinem Herzen ausdehnt.
Und so versuche nun, den Frieden in deinem Zuhause, ausgehend von deinem Herzen, auszudehnen. Versuche dann weiterhin, den Frieden ausgehend von deinem Herzen auf deinen Ort, deine Stadt, dort wo du wohnst, auszudehnen. Mach dich dabei ganz groß. Und dann versuche den Frieden ausgehend von deinem Herzen, besonders in die Länder, auszudehnen, wo gerade Krieg herrscht. Breite die Friedensenergie aus, um dann im letzten Schritt die Friedensenergie komplett über die ganze Erde fließen zu lassen, ausgehend von deinem Herzen. Und vielleicht spürst du auch die Herzen der anderen Menschen, der anderen wundervollen Lichtmenschen, welche mit uns zusammenwirken. Und vielleicht siehst du, wie sich das Netz des Friedens über die Erde legt und sie trägt. Die göttliche Ordnung, sie darf jetzt kommen. Wir laden mit unserem Fokus, mit unseren Gedanken die göttliche Ordnung ein. Und wir rufen jetzt Gott Vater mit unserem Herzen. Und wir bitten Gott Vater, das Gitternetz des Friedens, welches wir gerade erstellt haben, mit seinem Licht, mit seiner vollkommenen, unendlichen Liebe zu nähren. Und in diesem Moment fließt Smarana durch die Linien des Gitternetzes und trägt unseren Planeten. Lass dir ein wenig Zeit, um diese Energie zu fühlen, und spüre, wie wundervoll und schön die neue Erde sein wird. Wir heißen jetzt die neue Erde willkommen. Liebe neue Erde, wir sind bereit, in Frieden, Licht und Liebe, in Fülle und Gesundheit auf der Erde zusammenzuleben. Wir sind bereit, aus den alten Strukturen auszusteigen und das Neue, das Gute, das Licht herbeizubitten. Lieber Gott, unterstütze uns bei unserem Auftrag, den wir voller Licht tragen. Denn mit deiner Hilfe wird Frieden sein. Mit deiner Hilfe werden wir in die göttliche Ordnung
der neuen Erde aufsteigen. Und so bedanke ich mich bei euch wundervollen Herzensmenschen, dass wir zusammen diese hohen Energien über die Erde in Frieden ausdehnen durften. Und du darfst nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Du darfst dich bedanken für all das, was gerade geschehen durfte. Und ich bedanke mich bei euch aus der Tiefe meines Herzens, dass ihr mit mir diese wunderschöne Meditation gemacht habt und vielleicht auch sogar die Worte nachgesprochen habt von dem Gebet zu Gott, von dem Friedensgebet. Ich danke euch sehr und ich wünsche euch einen wunderschönen April, dass ihr gut dadurch kommt und dass dadurch das wunderschöne Neue entstehen kann, die große Befreiung. Und wenn du immer die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, hier und hier auf diese Kugel klicken. Ich danke dir sehr und wir sehen uns, wenn du möchtest, das nächste Mal.